So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play aus dem Leben Blade Runner. Ihr seht hier schon, es ist mal wieder ohne Webcam. Es hat mir ehrlich gesagt nicht besonders gut gefallen. Wie gesagt, die Webcam hier, die ich hier habe, das ist ein Uralteil und Bild und Ton sind so dermaßen verzögert, die Aufnahme. Ja, hat mir überhaupt nicht gefallen. Also ich lasse das am besten sein. Es sei denn, ihr wünscht es euch, dass ich mit Webcam arbeite, solange ich hier noch das Let's Play mache. Schreibt es hier in die Kommentare rein, wenn ihr mich sehen wollt. Dann werde ich das natürlich tun. Euer Wunsch ist mir Befehl. Und dann möchte ich noch etwas loswerden, was mir sehr am Herzen liegt. Ich rede jetzt aus meiner Vergangenheit. Nee, Quatsch. Ich rede jetzt aus meiner Gegenwart in eure Vergangenheit. Wir haben den 25.12. noch 2014. Also das heißt, erster Weihnachtsfeiertag. Ich wünsche euch von ganzem Herzen ein schönes Weihnachtsfest. Ein ruhiges und besinnliches mit euren Lieben. Ja, lasst euch schön beschenken. Genießt die ruhige Zeit, die besinnliche. Und jetzt will ich auch gar nicht großartig weiterlabern. Ich würde sagen, wir legen los. Wir sind hier noch in der Hysteria Hall. Hier gab es ja wieder einiges. Unter anderem schönes Labyrinth. Wir wollten, haben Lucy gefunden. Haben mit ihr ein paar Takte gequatscht. Erst ganz lieb und nett hier, der McCoy. Und dann wollte er sie zum Schluss dann doch auf einmal testen. Da hat das arme Mädel sofort wieder Angst gekriegt und ist abgehauen. Kann ich verstehen. Ja, und jetzt ist sie weg. Und ja. alles etwas doof gelaufen jetzt. Was mir gerade einfällt, was vielleicht wichtig ist, was euch mit Sicherheit auch schon aufgefallen ist, es gab ein paar merkwürdige Sachen, wo ich mich frage, ob das alles normal ist. Und zwar zum Beispiel, wo wir das Foto in der Animoid-Allee untersucht haben, wo uns die ISO fotografiert hat. Und zwar dieser eine Typ auf dem Foto, der praktisch im Rücken zu uns stand, der denselben Trenchcoat hatte, dieselbe Frisur, unsere Statur, mit der Schuppe in der Hand. Und ich war ja im Vordergrund, wo die ISO mich fotografierte. Also das finde ich nach wie vor sehr ominös. Ich muss zweimal in diesem Spiel sein. Also wie gesagt, ich habe es ja vorher schon erzählt gehabt, ich kenne diese Szene kenne ich nicht. Und ich bin mal neugierig, wirklich neugierig, was daraus wird. Zumal ja wir auch diese Schuppe gefunden haben. Und zwar in diesem Hotel, wo wir gefangen genommen worden sind von diesen Replikanten. Und ja, wie gesagt, ich finde das alles etwas komisch. Aber gut, ich würde sagen, wir rätseln da jetzt gerade nicht großartig weiter. Wir lassen alles auf uns zukommen. Wir spielen jetzt weiter. Und bevor wir spielen, werde ich mir nochmal ganz schnell, verzeiht mir, eine anrauchen. Aschenbecher auf den Schoß stellen. Und dann legen wir auch los, weil ihr wollt ja hier was sehen vom Spiel und nicht mein Gequatsche hier hören. Wir steigen in den Spinner. Und dann fliegen wir mal in die Nightclub Row. Da waren wir nämlich noch nicht gewesen. Auf geht's. Da gibt es, glaube ich, ein paar ganz interessante Sachen. Ah, guck mal da. Rotlichtviertel von Frankfurt. In der Zukunft. Hoho. So. Da oben haben wir ein paar nette Damen. Die tänzeln da in ihren Glaskuppen rum. Glaskuppen, Glaskuppeln. So, deutsche Sprache, schwere Sprache. Da können wir leider nicht. Ach doch, wir können da hinlaufen. Wir können uns mal die Mädels von unten betrachten. Da würde ich jetzt auch gerne reinkrabbeln und einfach mal mittanzen. Ich kann mich hier noch dran erinnern. Und zwar geht es hier rein in eine Bar zu Taffy Lewis. Da oben steht es ja.
Und dann schauen wir mal, was da los ist. Nicht sehr viel, so wie es aussieht. Mit den Leuten reden kann man hier nicht. Ist hier irgendwas auf der Bar irgendwie? Also ich kann mich erinnern, dass da hier nichts zu finden war. Doch, da war was gewesen. Das war mein Telefon, glaube ich. Verdammt. Jo. Also, da kann man noch nichts machen. Hier drin ist nichts los. Hier konnte man auch noch rein, das weiß ich. Und dann wollen wir mal die Mädels besuchen. Jetzt bin ich schon ganz wuschig. Ich erinnere mich gut. Early Q pflegte sich als Humanist zu bezeichnen, weil er Waisen für seinen Sexclub anheuerte, um dann einen Teil ihres Gehalts seinem Lieblingstierzüchtungslabor zu stiften. Ja, er war ein richtig fieser Mistkerl. Aha. Also wir können schon mal hier rein. Aber ich möchte mal hier erstmal der Tänzerin Hallo sagen. Wie alt sind Sie? Ich wollte eigentlich hier nicht hier dumm anmachen, sondern hier als Polizistin einfach mal Hallo. Hören Sie zu, ich sag Ihnen, was ich von Ihnen will. Und vielleicht beeindruckt Sie das. Ja, die reagiert überhaupt nicht. Und er hier? Hallo, Hanoi. Wo ist Early? Auf einer außerplanetarischen Schönheitsfahrt. Du hast schon bessere Witze erzählt. Doch, das stimmt. Erst gestern hat mir Early eine Videomail geschickt. Hat schon toll Farbe gekriegt. Chef hat Ausgang. Early erwartet mich. Verpiss dich! Du hast keinen Termin und du hast keinen Durchsuchungsbefehl. Also. Typischer Türsteher, um Gottes Willen. Ich will nicht alle Türsteher jetzt hier über einen Kamm kehren, ne, um Gottes Willen. Es gibt auch nette Leute. Aber er macht einen recht unfreundlichen Eindruck. Und hier geht's auch noch rein. Verpiss dich! Du hast keinen Termin und du hast keinen Durchsuchungsbefehl. Ah, so war das, ganz genau. Wie komme ich in diese Tür rein? Ich muss hier den Hanoi, muss ich hier irgendwie ablenken. Der wirft natürlich jetzt ein Auge auf uns. Jetzt muss ich gerade mal, ich laufe mal hier einfach mit in die Mitte rein. Und der läuft jetzt uns hinterher. Das heißt, ich müsste ihn jetzt irgendwie ablenken. Aber ich muss jetzt echt überlegen, wie war das, um in diese Tür reinzukommen. Der steht jetzt hier. Ich gehe nochmal mehr zur Mitte hier. Jetzt bleibt er stehen. Jetzt läuft er dahin. Jetzt müsste ich rein theoretisch ganz schnell. Ah! Verpiss dich, McCoy! Ich habe keine Zeit für dich. Also ich glaube, ich kann versuchen, probieren, wie ich will. Ich komme da jetzt nicht rein. Der Hanoi ist ein Fuchs. Dann probieren wir es einfach mal hier. Dieses Separé ist für VIPs reserviert. Aber so heiße ich doch, VIP. Wirklich witzig, Bürschchen. Aber ehrlich, sehr witzig. Also... Also wie komme ich da jetzt? Ich muss echt überlegen. Ich gehe nochmal zu der Lady. Der rennt uns jetzt wieder hinterher. Wie alt sind Sie? Auf, komm, Hanoi, beeil dich mal ein bisschen. Ich muss den irgendwie ablenken, damit ich dann hier ganz schnell... Jetzt guckt er das Mädel an, er guckt beim Tanzen zu und wir sind drinne. Jawohl, ja. Hallo, da tänzelt doch auch wieder was Hübsches rum. Kann ich mit dir sprechen? Kann ich dich auf einen Drink einladen? Wie ist Ihr Name? Auch nicht. Also ich habe bei Frauen hier scheinbar ganz schlechte Karten. Rote Jacke kann ich aber nicht. Das ist mit Sicherheit auch nicht unser Spezialfreund. Aber er hier, das ist mit Sicherheit Early Q. Early, was macht das Leben?
Es ist dreckig, unerbittlich und hart wie Beton. Und bei Ihnen, General? Dein Rausschmeißer hat mich vorhin ziemlich angemacht. Oh, ich mag Hanoi. Aber ich kann nicht bestreiten, dass er ein bisschen zu temperamentvoll ist. Was gibt's denn heute Abend? Spitzenshows. Den ganzen Abend, General. Wer nicht auf seine Kosten kommt, kriegt sein Geld garantiert zurück. Hey, Early. Ich habe im Augenblick viel zu tun, General. Frag mich später. Okay, da werden wir mit Sicherheit auch nicht mehr rauskriegen. Gerade Aschebecher mal kurz wegstellen. Der Aschebecher. Aber hier, der Barkeeper hebt sich auch noch ein bisschen ab. Mal gucken, ob wir mit dem quatschen können. Was soll es sein, Sir? Was Hochprozentiges. Ein Venus Eye Trap. Kommt sofort. Ladies and Gentlemen, ich, Ihr Gastgeber, der immer gut gelaunte Early Q, freue mich, Ihnen die wundersame, rätselhafte Hekuba vorzustellen. Mit ihrer reizenden Interpretation des heiligen Tanzes der Thanatos in den Sümpfen der Antike. Entschuldigung, gerade mal kurz an den Kaffee genippt. Die ist ja hübsch hier. Die bewegt sich ja richtig gut. Ja, gut, du sollst das Mädel angucken und nicht hier da auf die Couch da mit Auslegeware. Ist überhaupt nichts Interessantes. Wie ist Ihr Name? Ja, keine Chance. Okay, dann gehen wir mal dahin, wo Early Q hingegangen ist. Mal gucken, was er... Ah. Zeigt die uns jetzt was hier? Musik! Ja! Genau! Pfeifen muss ich auch mal wieder üben. Oh, sehe ich da nicht unseren Hanoi? Das ist doch Hanoi. Der ist jetzt da in dem Raum. Moment. Moment. Ich glaube, wir haben gute Chancen. Auf geht's. Auf geht's. Jetzt kommen wir vielleicht in die Tür rein. Er ist nicht da. Jetzt aber schnell. Jetzt, so war das gewesen. Können ablenken, genau. Ich glaube, das sind die Privatgemächer von Early Q. Mal gucken, ob wir da was finden. Ich weiß nicht mehr, was hier war. War hier überhaupt irgendetwas? Da, was ist das? Ich wusste nicht, was auf der Disk war, aber so wie Early sie versteckt hatte, war es bestimmt schmutzige Wäsche. Wie geht's, General? Hast du einen Durchsuchungsbefehl oder ist das nur ein Einbruch, hm? Was ist auf der Disk, Early? Na, 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 ich frag dich doch auch nicht nach deinem Privatleben. Leg sie hin, McCoy. Das muss ja was Saftiges sein. Wissen Scheiße. Deine Mädchen von den Kameras? Schon kapiert. Du willst tauschen. Die Disk gegen was? Also, was hast du anzubieten? Lass uns erst was trinken. Okay. Was trinken? Warum geht denn der so komisch? Hat er sich wehgetan? Heute ist dein Glückstag, McCoy. Du bist im Garten der irdischen Freuden. Ich wette, wir können was finden, was deinen Neigungen entspricht. Kein Interesse. Bullshit. Jeder interessiert sich dafür. Mach mir ein Angebot. Du kannst alles haben, was dein kleines Herz begehrt, General. Was passiert da jetzt? Ich kann nicht mehr fragen. Mein Gott, McCoy, du siehst ja furchtbar aus. Ich nehme diese Disk. Danke. Mach dir keine Sorgen, General. Der alte Early kümmert sich schon um dich. Der hat uns rausgeschmissen. Jetzt haben wir schon Babsack Nummer 3 gefunden. Shit-Kram. Ja, jetzt klicke ich hier. Was ist jetzt hier? Ich kann zwar hier, jetzt bin ich mal neugierig, was, wenn ich auf mich klicke, was passiert? Oh mein Gott.
Also das heißt, wir fangen wieder von vorne an. Oh, das tut mir leid. Leute, das tut mir wirklich leid. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Boah, aber ich sehe hier eben gerade, wir haben hier noch ein paar Sachen, die wir noch gar nicht untersucht haben, aber ich glaube, Moment. Warum haben die Runsiders Tiere getötet? Ich wollte nicht, dass sie es tun. Aber Vater war so wütend und Sadik meinte, Mr. Runsider hätte es verdient, weil er mich so schlecht behandelt hat. Ja, ja, das kennen wir. Das kennen wir. Das ist so komisch. Ich bin... Das Fahrzeug war auf einen Mann namens Gavin Kelly zugelassen. Aber 2 Monate davor hatte er es als gestohlen gemeldet. Ja, das kennen wir also auch. Ein Musterbürger. Arzt. Keine Vorstrafe. Ich würde wieder von vorne anfangen müssen. Da haben wir einige Hinweise, die haben wir noch gar nicht gecheckt. Okay, wir gehen das jetzt mal ganz schnell durch, damit wir hier wieder die Häkchen weg haben. Naja, ich sehe die meisten... Der O-Ring hatte die Form... Die Kingston Kitsch. Die Kingston Kitsch. Der O-Ring hatte die... Einer von Tyrells Angestellten wurde in Stücke zerfetzt. Es war eine Werbebroschüre der Tyrell... Jemand hatte versucht, sich Zugriff... Der Draht von einer Sprengkapsel, den ich aus seinem Schädel entfernte, sagte alles. Ich fragte mich allerdings, wieso der Mörder... Hier gab es außerplanetarische Gewehre und noch... Ja. Okay, das kennen wir alles. Moderne Gewehre. Sogar Waffen, die nur für Polizeikräfte zugelassen waren. Haben wir nochmal Morachis Aussage? Nein. Ein großer Mann mit Dreadlocks. Der Typ, der die Bombe gelegt hatte, war äußerst schlampig vorgegangen. Er hatte zwar die Sprengladung klein genug gehalten, um die... Mir taten die Rippen noch weh und mindestens 2 Zähne waren locker. Sadik war zwar ein harter Typ, aber benahm sich einfach nicht wie ein Rap. Ich habe ihn mindestens einmal getroffen, das dürfte ziemlich wehgetan haben. Ein Nexus 6 hätte nicht mal mit der Wimper gezuckt. Jo, haben wir noch was? Da, Information von Gav, Moment. Ich habe bei der UN eher nachgeforscht. Ach so, okay. Es sieht so aus, als ob deine Reps für das Massaker im Mondbus verantwortlich waren. Hat man den Mondbus je gefunden? Hat sich in Luft aufgelöst. Bryant glaubt, er ist draußen im Kippel runtergegangen. Hatten wir das jetzt schon? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Was haben wir hier, Mondbus? Das Bild kenne ich jetzt auch noch nicht hier. Das hatten wir noch nicht untersucht. Können wir das überhaupt untersuchen? Wo kommt das her? Ja, jetzt sind wir wieder am Anfang. Ach, ist das ärgerlich. Leute, das tut mir jetzt wirklich leid. Ja, dann fangen wir wieder von vorne an. Das ist bitter. Also an diese Disk vom Early Q kommen wir also definitiv nicht ran. Was ist auf dieser Disk drauf, was, dass er so scharf darauf ist, dass ich die nicht bekomme? Und vor allen Dingen, wie kommen wir jetzt an die Disk ran? Ich meine, wir könnten jetzt denselben Versuch jetzt nochmal machen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass genau dasselbe Endergebnis wieder rauskommt, dass er uns das zu trinken anbietet. Wir werden bewusstlos, weil er da irgendwas reintut und dann fliegen wir wieder raus. Das ist hart. Aber wir waren wenigstens in dem Zimmer drin. Das ist schon mal etwas. So. Ich erinnere mich gut. Early Q pflegte sich als Humanist zu bezeichnen. Weil er Waisen für seinen Sexclub anheuerte. Um dann einen Teil ihres Gehalts seinem Lieblingstierzüchtungslabor zu stiften. Ja, er war ein richtig fieser Mistkerl. Da hat doch eben gerade hier jemand gesessen. Ich habe das jetzt nur aus den Augenwinkeln gesehen, aber hat er nicht wieder genauso ausgesehen wie ich? Oder täusche ich mich da jetzt? Wir machen das mal einfach so. Am Ende dieses Let's Plays gucke ich mir die Aufnahme nochmal an und dann lasse ich die mal in Zeitlupe ablaufen. Beziehungsweise ich gucke die nicht an, wir gucken uns die an. Die schneide ich dann nämlich hier im Anschluss am Ende dieses Let's Plays rein und dann gucken wir mal, ob wir da was entdecken können. Ich habe wirklich das blöde Gefühl, dass ich hier zweimal in diesem Spiel rumrenne. Also, gut. Machen wir dasselbe nochmal. Tun wir die mal ein bisschen anquatschen. Nicht gerade ein gesprächiger Typ. Jo. Jetzt kommt der Hanoi, auf den müssen wir jetzt warten. Also eilig hat der es wirklich nicht. Und derzeit kann ich nochmal einen Schluck aus der Kaffeetasse nehmen. So. Und jetzt rennen wir mal ganz schnell wieder dahin. Jetzt bin ich mal neugierig, ob
die Tänzerin. Ob wir die nochmal sehen jetzt gleich. Da ist der Early Cue. Also es müsste jetzt normalerweise rein theoretisch alles wieder von vorne anfangen. Die hübsche Blonde tänzelt immer noch darum. Okay. Early, was macht das Leben? Oh, es ist dreckig, unerbittlich und hart wie Beton. Und bei Ihnen, General? Dein Rausschmeißer hat mich vorhin ziemlich angemacht. Oh, ich mag Hanoi. Aber ich kann nicht bestreiten, dass er ein bisschen zu temperamentvoll ist. Was gibt's denn heute Abend? Spitzenshows. Den ganzen Abend, General. Wer nicht auf seine Kosten kommt, kriegt sein Geld garantiert zurück. Hey, Early. Ich habe im Augenblick viel zu tun, General. Frag mich später. Hey, Early. Ich habe im Augenblick viel zu tun, General. Ja. Frag mich später. Alles klar, dann genehmigen wir uns noch einen Drink an der Bar. Was soll es sein, Sir? Was Hochprozentiges. Ein Venus Eye Trap. Kommt sofort. Early. Ah, jetzt geht er. Okay. Ladies and Gentlemen, ich, Ihr Gastgeber, der immer gut gelaunte Early Q, freue mich, Ihnen die wundersame, rätselhafte Hekuba vorzustellen. Mit ihrer reizenden Interpretation des heiligen Tanzes der Thanatos in den Sümpfen der Antike. Wen gucke ich mir jetzt zuerst an, die Tänzerin da drüben? Oder soll ich eh noch ein bisschen zugucken? Na komm. Ich will mich jetzt nicht zum Kasperle machen. Ja, die tanzt sich nur mal warm. Und dann kommt die Musik und dann geht's los, die Show. Jetzt geht's los. Und da steht schon wieder der Hanoi. Wir könnten es rein theoretisch ja nochmal probieren. Aber ich glaube, da werden wir denselben Ausgang nehmen wie vorhin auch. Ja, lassen wir erstmal die Lady fertig tänzeln. Ja, beweglich ist sie, ja. Ja, und Hanoi ist jetzt hier verschwunden und da können wir hoch. Ich weiß aber auch, dass wir hier irgendwie da runter können. Machen wir das da mal zuerst. Jo, sieht alles schon ziemlich verwahrlost aus. Da würde ich mich nicht gerade wohlfühlen. Da ist eine Tür. Mal gucken. Entschuldigung. Komisch, ich hab's gar nicht klopfen hören. Oh. Ja, ich wollte nur sagen, wow, Sie waren unglaublich. Nun, vielen Dank, Mr. McCoy. Ray McCoy. Kann ich etwas für Sie tun, Mr. McCoy? Maus? Ach, da ist er. Okay, ich guck mal schnell in die Tasse, wie spät es ist. Moment. Ja, ich würde sagen, Let's Play Ende. Zumindest für diesen Teil. Wir haben fast wieder, ja, gute 20 Minuten haben wir auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen mal wieder ein kleines Päuschen und dann werden wir mal hier die Lady befragen. Das ist doch mit Sicherheit diese Blonde, die wir jetzt schon ein paar Mal auf den Fotos gefunden haben. Nee, nicht ein paar Mal, einmal auf dem Foto gefunden und die uns auf der Straße da begegnet ist. Das ist hundertprozentig diese Lady und die werden wir jetzt gleich weiter befragen. Also, wir machen eine kurze Pause und bleibt dran. Ich freue... Oh, oh, was ist das denn? Stört Sie dieser Typ, Miss Hekuba? Und wie? Nee, bitte. Bitte nicht. Moment mal. Wie ist der überhaupt hier hinten reingekommen? Ich werde ihm mal ein paar Manieren beibringen, ha? Huh? Nein, ich will nicht. Nein, jetzt sind wir schon wieder draußen. Also, es gibt hier immer mehr Babsäcke. Och, das... Nein. Das ist ein hartes Level hier. Das ist wirklich hart. So, da sind wir auch wieder.
Ich bin hier jetzt durch den Wind hier. Es gab jetzt doch ein paar Sachen, wo ich nicht kannte, wo wir zum Beispiel in Early Qs Privatgemächern waren, im Büro oder persönlicher Vergnügungsraum, wie man das nennen soll, dass ich da mich bewusstlos saufe, weil Early Q uns da wohl irgendwas in den Drink getan hat, war mir jetzt auch vollkommen neu. Ihr habt gemerkt, dass das Spiel abrupt abgebrochen hat. Das liegt daran, dass meine Festplatte voll war. Ich arbeite hier halt eben noch mit alten Mitteln und Festplatte war voll und dann hat dann die Aufnahme automatisch aufgehört, abgebrochen, wie auch immer. Ja, das war wirklich ein chaotisches Let's Play jetzt hier gewesen. Okay, ganz kurz, ganz schnell. Wir wollten dieses Bild untersuchen, beziehungsweise... Ich habe ein Bild gemacht, und zwar, wo wir das zweite Mal bei Early Q reinsehen. Diese Drehcouch hat auf einmal ein Typ gesessen. Ich habe das, wie gesagt, nur aus den Augenwinkeln gesehen und mich interessiert jetzt wirklich brennend, wer das war. So, ich werde jetzt mal das Bild hier einfügen. Kleinen Augenblick. Da ist es. Ja, die Textur, wie man sieht, ist wirklich grottenschlecht. Schlecht, schwierig zu erkennen, wer das eventuell sein könnte. Ist das entweder unser Doppelgänger? Mir drängt sich aber auch der Verdacht auf, dass das vielleicht sogar Guzza sein könnte. Blicken wir zurück und zwar am ersten Teil bei dem Vorfilm, bei dem Introfilm, wo uns Guzza den Auftrag mit dem Tiermord gegeben hat, hatte er einen Schokoriegel in der Hand. Und als wir dann bei Runsider waren und Lucys kleinen Schreibtisch untersucht haben, hat ja McCoy auch einen Schokoriegel gefunden, wo ja McCoy noch ganz demonstrativ gesagt hat. Merkwürdig, finde ich merkwürdig. Es kann doch nicht sein, dass Guzza uns einen Auftrag erteilt mit Tiermord und der ganze Kram, hat einen Schokoriegel in der Hand. Na gut, ja, und dann liegt auf Lucys Schreibtisch auch so ein Schokoriegel. Gut, Schokoriegel gibt es in der Zukunft bei Blade Runner, wie auch heute überall zu kaufen. Ja, ich finde es aber trotzdem etwas ominös. Und dieser Typ hier auf dem Foto, gut, jackemäßig hat er keinen Trenchcoat an, so wie wir. Das könnte eine ganz normale Jacke sein. Ja, wie gesagt, Guzza. Mir drängt sich der Name Guzza auf. Und ich denke mal, wir werden rausfinden, wer das ist auf diesem Foto. Unser Doppelgänger oder wie gesagt Guzza, habe ich den Verdacht, werden wir noch rauskriegen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, dieses Let's Play, auch wenn hier alles reichlich chaotisch abgelaufen ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, wie auch immer. Ich hoffe, ihr bleibt bei mir, weil ich bin mir sicher, dass wir hier, es wird noch turbulent zugehen. Also, wir sehen uns hoffentlich. Ich wünsche euch was. Euer Mattes, bis später. Tschüss.